Ja, Tama, wir müssen uns jetzt gerade fit testen, mal kurz, Melanie. Ja, also, Tama ist ja gerade, während die Melanie das Tamaklotzi-Ei füttert, was wir jetzt gerade hier unserer bezaubernden Hörerin überreicht haben, möchte ich ja mit dir, kannst du, welche Schulbildung hast du? Ich glaube, Abitur. Abitur? Abitur. Jawohl. Kannst du Englisch? Englisch, das war irgend so ein Fach, was nicht Mathe war. Weißt du, wir haben ja dieses neue Buch, das hat die Jenny mitgenommen an der Bahnhofsbibliothek. Aha. Dennis Rothmann. Kennst du das? Was ist das? Ich sehe es da gerade, ja. Das ist irgendwas Komisches. Das ist dieser Baseballspieler, gell? Ja. Dieser Dennis Rothmann. Und auch nicht so angezogen, ne? Na, der ist ja immer nackig. Spielt er auf dem Motorrad, ist der und hier. Und da ist ein dickes Ei davor liegen. Das sind zwei Bälle. Das sind diese Basketball. Ach, weil die so ganz rund sind. Das ist ganz, ein Ball. Jawohl, Basketbälle. Man lernt jetzt ja. Jetzt lest doch das mal vor, was er hier geschrieben hat. Ich verstehe es nämlich nicht richtig. Was möchtest du denn das haben? Das mit der Madonna. Maradonas Famme ist na richtig, lies richtig vor. Ist richtig. So liest die Jenny immer, aber ich glaube, es stimmt. Madonas Famme. Famme, jawohl. Madonas Famme ist Baset on Sex. Das verstehe ich. Und Sex. Sex und Sex. Das heißt, Madonnas Fame ist Baset on Sex. Ist Baset on Sex. Was heißt das? Ja, wollen wir Jenny fragen. Jenny, was heißt Madonnas Fame mit Baset on Sex? Du kannst doch Englisch, wie das Buch von Dennis Rothmann. Madonnas? Das heißt, Fame? Sie lernt eine neue Frau kennen. Jawohl. Madonnas Fame ist Basis und Sex. Madonnas also taucht Jenny da jetzt indirekt auf, lernt oder? Lernt eine neue Frau kennen. Ja. And she is very, was ist das? Very passionate. She is very passionate. Passionsfrucht. Zerquetscht heißt Passionsfrucht. Das. Aber sie ist wie eine Passionsfrucht. Zerquetscht, genau. But she wasn't. Weiter, du weiter. She wasn't the kind. The kind. Jawohl. Wo wanted to do it? To do it. For 3 hours, 4 times a day. A day. Ah, ja. But she wasn't the kind who wanted to do it 3 or 4 times a day. Das heißt, aber sie war ein... Punkt. Sie war wie ein gewaschenes Kind. Ja. Hart gewaschen. Who wanted to do it. Sie wollte es, ne? Sie wollte es. Sie war ganz scharf drauf. Three or four times a day. Sie wollte es schlimmstens durcheinander. Ja, da haben wir es ja mal wieder gehört. Ja. Hast aber du auch, Englisch können wir. Jawohl. Das ist. Also die Trainee hat es ja auch gesagt. Jetzt versuchen wir es mal Französisch. Was meinst du? Weil da muss ich im Moment erst ein Lied spielen, gell? Da spielen wir erst ein Lied, damit wir das mal auf Französisch machen können. Ja, wir üben mal. Ordnet Ihnen Dr. Ben in den kommenden 60 Minuten. Traubenlösung. Nein, nicht Traubenlösung. Um Gottes Willen, nicht die Traubenlösung. Hier ist Ihnen eine sanfte Liebesschule. Bitte sprechen Sie deutlich und akzentfrei, nachdem Sie Nein tun. Danke. Dr. Ben im Internet. Die schlaue Art zu waschen. Yes, yes. Tamagotchi. Aha, mein liebes kleines Tamagotchi-Eichen. Was denn? Ich hab gar nichts gemacht. Die Jenny hatte ich ja aufgegessen. Nimm's mal mit, Jenny. Ja, das kann's nicht einfach so. Ich gebe mal die Internetnummer durch. Dr. Unterstrich Ben, nimm's mit raus, das blöde Biest. Ich möchte es nicht mehr hier haben. Dr. Unterstrich Ben und dann das Kringelschwanzzeichen radar.de. Dr. Unterstrich Ben at radar. Sag's zu Ende. D-E. D-E. D-E, jawohl. Und das nächste Mal passt du auf. Ja. Get ready to bounce. Was ist denn? Jetzt ist es kaputt, schau mal. Ja, jetzt Tamagotchi. Ja. Ach, du liebes Lieschen. Das Handy da ist kaputt. Das ist tot.
Weil. Hallo! Weil du es nicht, nicht richtig gepflegt hast. Na gut. Ich habe gesagt, du sollst drauf aufpassen auf Tamagotchi-Ei. Okay. Wir wollen die doch verschenken. Ach so? Ja, jetzt muss ich mal schauen. Jetzt ist es. Hallo Dr. Ben, ich habe einen riesengroßen Sonnenbrand, sagt uns die Christina Rautenstrauch. Ja, was ist denn das für eine? Ich heiße übrigens Christina, ist ja logisch, blöde Ziege, hat es ja vorhin schon gesagt, und komme aus Berlin, Marzahn. Würdest du mir einen Gefallen tun? Ich möchte gerne jemand im Erzgebirge grüßen. Bestimmt in Rübezahl. Der kann sich mit dem Rautenstrauch schön sammeln. Ja. Wen haben wir denn hier? Hallo, Dr. Ben schreibt uns aus Sachsen. Ich möchte alle in Berlin warnen, denn ein außerirdisches Twitterwesen. Jawohl, hat's das gehört? Mhm. Ist mit den Tamagotchi-Eier. Hat sich vom Mars geschickt, um die Hauptstadt wegzu. Wie heißt das? Das hat er undeutlich geschrieben, gell? Da. Zu erklären. Weg zu erklären. Genau, richtig. Man erkennt es an seinem, an seinem Buckel. Das wird Bärtelmonster sein. Bärtelmonster, hast du was mit den Außerirdischen am Hut? Na, das Bärtelmonster sagt nicht. Gell, Igor, der von Sachsenfahnen, VBB ist der. Die Außerirdischen haben nur diese Tamagotchi-Eier abgelegt. Genau. Und die verlosen wir heute in der Sendung. Da haben wir gerade eine E-Mail gekriegt. Grüß dich, blöder Pisser, schreibt der Gerhard. Dr. Gerhard, ich habe neulich ein Eigenexperiment mit Chlorhexidin, Gluconat und Methyldioxymethylamphetamin gemacht. Ja, das kommt mir bekannt vor mit Amphetamin. Ja, das haben wir auch schon mal ausprobiert. Genau. Das mit dem Melatoninsaft oder Methadoninsaft, wo wir immer zum Frühstück trinken. Und jetzt habe ich genauso rote Haare wie du. Wie kann ich denn da geholfen bekommen? Ja, soll er sich auch noch anmalen, die anderen Körperhaare? Und da kann er als Boris Becker an Fasching gehen. Ja, der Blödi. Tja, Jenny, jetzt bist du ja wieder froh. Das freut mich, dass du nicht mehr traurig bist. Danke, Papa. Ja, wegen dem blöden Tagamotchi-Ei. Da brauchst du keine Angst haben. Das können wir ja verschenken. Na, da rufen wir jetzt an in den blöden Kaufhaus und beschweren uns. Ja. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was die Jugendlichen ins Unglück stürzen, wenn die Tagamotchi-Eier sterben. Telefonterror. Dr. Ben ruft an. Frisch, guten Tag, was haben Sie denn für ein Problem? Merci. Ich habe meiner Tochter Jenny so ein Spielzeug geschenkt zum Geburtstag, was sie sich gewünscht hat. So ein Tamagotchi-Ei, jawohl. Ja. Und sie hat es 3 Tage gehabt und jetzt geht es nicht mehr. Was geht denn nicht mehr? Das überhaupt nicht. Das ist ja kaputt. Wie können Sie denn sowas verkaufen, was nach 3-4 Tagen schon kaputt geht? Was machen Sie denn mit dem? Das ist doch so ein Knicks, oder? Nein, Sie aktivieren das Gerät. Sie haben es aktiviert und Sie haben dann dieses Ei gehabt, was geschlüpft ist. Ich habe also einen Streifen rausgezogen. Genau. Dann hat sich dieses kleine Ding bewegt. Ja. So ein kleines Schmili-Gesicht. Ja. Dann habe ich gesagt, so Jenny, das ist jetzt für dich, da hast du's. Und dann hat sie es genommen und hat es an ihren Schlüssel bunt rangemacht. Ja, jetzt muss ich Ihnen sagen, Sie haben das Ding gar nicht aktiviert. Sie hätten sich mal die Gebrauchsanweisung durchlesen müssen. Dann hätten Sie festgestellt, dass Sie Knopf C drücken müssen und die Uhr vorstellen müssen. Sie müssen diesen Teil erstmal zeigen, wie spät es ist. Ja, das haben wir ja gemacht noch. Das haben wir ja noch gemacht. Und dann kam das Ei und es ist geschlüpft. Das war, ja genau. Da ist das Ei geschlüpft. Alles klar. Und dann haben Sie diesen Smiley gehabt. Dieses schmielige Gesicht. Genau. So, und dann... Ist das wie Game Over, das nicht mehr geht? Sie sehen diesen Smiley. Smiley. Ja, den sehen Sie. Nein. Das ist ja weggegangen. Es ist plötzlich so ein 2 Flügel gekommen und haben das Smiley mitgenommen. Ja, dann ist es tot. Was? Dann ist es tot, dann wurde es nicht gefüttert. Aber ist es denn unabdingbar? Wie kann denn das sterben, Sie? Das ist ja ganz einfach, das ist ein interaktives Computerspiel. Das heißt, wenn Sie sich nicht drum kümmern, stirbt es. Und dann muss es beerdigt werden. Nein, dann muss es nicht beerdigt werden. Dann können Sie es neu aktivieren. Und das versuche ich Ihnen gerade zu erklären, wie Sie das machen. Sie, das ist kaputt. Da brauchen Sie mir nichts erklären. Es ist nicht kaputt. Vertrauen Sie mir doch bitte einfach. Ich weiß doch, wie das geht. Sie haben ja das in arglistiger Täuschung verkauft, damit es kaputt geht. Meine Tochter Jenny weint den ganzen Tag. Darum sage ich,
Herr, befolgen Sie bitte einfach mal die Schritte, die ich Ihnen jetzt sagen werde. Ich muss wissen notieren. Erstens, Tamagotchi herumdrehen. Genau. Schrauben lösen. Nein, nicht Schrauben lösen, um Gottes Willen, nicht die Schrauben lösen. Nicht die Schrauben, okay. Nicht die Schrauben um lösen. Um Gottes Willen, nicht. So. Die Moment, ich muss mitschreiben. Schrauben lösen, jawohl. Drittens, da ist so ein kleines Löchlein. So ein ganz winzig kleines, da passt gerade eine Kugelschreibermine rein. Sagen Sie, tun Sie das auch immer füttern? Haben Sie auch sowas? Ich habe auch so ein Teil. Sie müssen das jeden Tag füttern. Was kriegt das denn? Was magst du denn besonders gerne? Nein, Sie verstehen das nicht. Das ist ein interaktives Spielzeug. Das heißt, sämtliche Lebensmittel und alles sind da drin. Sie müssen lediglich die Knöpfe drücken. Also, drittens, Sie befolgen jetzt weiter die Anweisung. Oh, Moment. Befolgen? Weiter. Die Anweisung der netten Dame. Also, was soll ich dem jetzt zu essen geben im Plan? Nein, jetzt müssen Sie doch erstmal wieder das ganze Ding aktivieren. Und das versuchen wir jetzt weiterzuschreiben. Das ist jetzt Schritt Nummer 3. Schritt Nummer 3. Ja. Unter den Schrauben ist ein kleines Löchlein auf der linken Seite. Bei mir nicht. Bei Ihnen schon. Nein. Sie haben Tamagotchi, kein Tamagotchi. Weiß ich nicht. Warum? Wo ist denn da der Unterschied? Das kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie ein Original-Tamagotchi haben, dann können Sie es wieder aktivieren. Wenn Sie ein Tamagotchi haben, was 19,95 kostet, ist es kaputt. Sie, aber wie können Sie mir denn sowas verkaufen, wenn das kaputt geht? Wenn Sie, in arglistiger Täuschung, mir so ein Geschenk geben also und dann sagen... Also ich bin mir nicht mal sicher, ob ich Ihnen das verkauft habe, also kann ich Sie auch nicht arglistig haben. Ich bin so ein netter Mensch gewesen. Ja, das bin ich auch. Ich bin auch ein sehr netter Mensch. Ja, aber Sie haben ja gesagt, Sie geben dem was zu essen. Das kann ja gar nicht sein. Das ist ja ein Plastik. Das kann ja gar nicht essen. Ich bin doch nicht verrückt. Und dann haben Sie gesagt, man muss noch damit spielen. Ja, wie denn? Das tut ja nichts. Es ist ja kaputt. Also, blöde Tamagotchi. Wir machen jetzt Scheißteil. Sie haben es ja auf dem Gewissen, wegen Ihrer... Nee, also das kann ich mir nicht vorstellen, weil mein Tamagotchi lebt ja noch. Da kann ich ja nicht Ihr Tamagotchi... Haben Sie denn keine Freunde, mit denen Sie spielen? Da müssen Sie mit einem Tamagotchi spielen, gell? Doch, ich habe sogar einen Freund, mit dem ich spielen kann. Nehmen Sie Drogen? Nee. Ich will mein Geld zurück und Schadensersatz. Meine Tochter weint die ganze Zeit, weil das blöde Scheißding kaputt ist. Schauen Sie, bei Ihnen im Hintergrund höre ich auch schon Kinderschreie. Sie haben es kaputt gemacht. Sie sind schuld. Sie sind eine Mörderin. Ja, alles klar. Spaltende Persönlichkeit. Was hast du eigentlich, wie bist du in das Playboy-Heft gekommen? Wer hat dich da angesprochen? Hast du dich da beworben? Ich habe mich dann beworben. Nein. Ja. Hast du selber Fotos hingeschickt? Ja. Weißt du welche? Die ganz heißen. Jawohl. Ja. Zum Beispiel, mach mal vor, welche Gestulierung hast du da gemacht? So, das jawohl. Ist was ganz Privates. So. Ach so, hat sie. Ja, das so. Ist schön. Und was, das auch. Das hast auch du noch. Auch gemacht. Das habe ich auch noch das gemacht. Das ist ja unverschämt. Ja, eigentlich schon, aber ich dachte, das mache ich einfach mal. Ja, und das war ist so ja, frei. Ich finde das ja, ich muss ja sagen, liebe Hörer, bei der Melanie, das muss man ja sagen, sie ist ja nicht so ein aufgeblasenes Wassermelonenhäschen. Nein, ich bin nicht die Jenny. Aber, das hat man schon geklärt. Ja. Du bist ein natürliches Mädchen. Wie der das liebe Gott dich ganz geschaffen hat. Ganz natürliche Modell. Du wirst da immer gefragt nach deiner Körbchengröße zum Beispiel. XY. Die darfst du nicht verraten. Doch XY. Nein, die wollen mir gar nicht hören von dir. Ich hab's aber gesagt. XY. Jenny, gibt's das XY? Jenny hat keine Ahnung, die ist noch was nicht so weit. Was hat sie? Sag, was hat sie? 70 hat sie. Jenny ist noch nicht so weit. 70 hast du, jetzt weiß ich's genau. Verwirrt doch das arme Kind nicht. Jetzt pass auf, Dr. Ben, du blöde alte Schleimischnecke, schreibt der aus München, der Barry Hakim. Ich möchte auf jeden Fall eines deiner 5 Tamagotchi gewinnen. Ich würde es aufwecken, indem ich es zwischen meine Achselhaare stecken würde. Dann würde es automatisch nach 3,249 Sekunden aufwachen, einen schönen Geruch absondern und niesen. Ich habe auch schon einen neuen Namen für ihn, nämlich Achselwurstel. Jawohl. Wurstel. Achselwurstel, geh her. Ja. Da, Jenny, dem schenk mal Achselwurstel, gell? Ja. Dem Kalle Hakim in München, er kriegt ja blödes Achselwurst. Achselwurstel, genau. Hast du auch Achselhaare? Sag mal, mach mal den Achseltest. Oh, alles sauber ausgezupft. Weg damit. Wer hört halt Dr. Ben, das haben wir ja schon gehabt, das haben wir auch schon gehabt. Also, dann nehmen wir doch ein paar Hörer an Apparat. Gib mir zwei. Ja. Bist noch fit? Immer noch. Jawohl, jetzt nehmen wir mal gleich einen dran.
Wer ist denn am Apparat? Hier ist Dr. Ben. Hallo? Wer bist du denn? Der Tobias. Der Tobias. Aus wo? Aus Bad Kreuznach. Einen wunderschönen guten Abend. Du hast jetzt heute ja die einmalige Möglichkeit, meinen besonders prominenten Gast, die Melanie, die Playmädchen, was schon, zu sprechen. Was möchtest du denn für eine vom Playmädchen wissen? Ich möchte nichts vom Playmädchen wissen. Ich möchte ein Tamagotchi gewinnen. Das ist scheiße. Ja, da kannst du mal sehen, wie du gefragt keine bist. Keine Ahnung, ja. Du bist nicht gefragt, jetzt nee, bei dann ihm. Will ich den auch nicht. Ja, und der kriegt auch nichts. Kriegt nichts? Nee. Die Melanie ist hart. Gell, das hast du jetzt davon. Ja. Mhm. Hättest du dir mal lieber eine Frage gestellt. Genau. Hättest du dann was gewonnen? Ja, natürlich. Ja. 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 In Bad Kreuznach hat es sich noch nicht herumgesprochen. Nein. Deswegen mal den nächsten Anrufer wieder auf den Anrufdings. Jawohl, wer spricht? Hier ist Dr. Ben. Hallo, hier ist Matthias Jurassicord aus Bad Kreuznach. Auch aus Bad Kreuznach. Heute haben wir ja nur aus Bad Kreuznach am Apparat. Gar niemand aus... Was sind deine treuesten Hörer? Aus Gladbach. Jawohl, ich grüße Bad Kreuznach. Ich auch. Der schickt mir immer so einen Flieger mit Heilgas. Der lässt immer so Gas ab über der Stadt, damit die Bevölkerung so gut drauf ist, gell? Ja, Erdgas ist cool. Ich habe mal eine Frage. Könnte ich auch so ein Tamagotchi gewinnen? Das heißt jetzt Achselwurstel, haben wir festgestellt. Haben wir jetzt gesagt. Also, jetzt heißt es Achselwurstel. Nein, will nicht. Das Tamagotchi. Ach so, das Tamagotchi. Mhm. Das wird unter die Achsel gesteckt. Aha. Und dann niest es. Dann wird es vor Schreck. Ja. Und dann wird es aktiviert. Und dann heißt es Achsel... Wurstel. Achselwurstel, genau. Genau. Also mir schreiben dich auf die Liste, gell? Ja, vielen Dank. Teddy darf dann per Hand pendeln. Die pendelt dann den Gewinner aus. Ja, darf noch jemand prüfen? Nein, du kannst jetzt nicht verpissen. Der nächste Anrufer, Schleimi. Der nächste Anrufer, wer ist jetzt am Apparat? Hallo, hier ist Dennis aus Berlin. Ah, aus Berlin. Da grüße ich mal ganz schrecklich hinüber. Das ist nett. Haben ja unsere Antenne ausgerichtet auf Berlin, gell? Mhm. Wir strahlen ja immer zu euch rüber. Das ist super. Aber verstrahlt seid ihr ja selber. Ja. Berlin ist ja die Rava-Zentrale Deutschlands, möchte ich es einmal nennen, gell? Genau. Gehst du auch Raven? Wie bitte? Raven, gehst du da auch hin zu diesen Raves? Nee, kenne ich nicht. Was ist das? Erklär's mal. Das ist so ein Raves, da ist es immer ganz nett. Das ist bunt, das ist lustig. Ich sehe ja immer Spiralen beim Rafe. Ja. Die Jenny auch. Ja, Jenny. Ja. Die geht immer zum Rafe. Da gehört's auch hin. Zur After Hour geht sie immer. Da würde ich ja nicht hingehen, wenn das wehtut. Und da nimmt man auch immer noch diese Französisch-Volkshochschulkurse nebenbei. In der After Hour. Mhm. Das ist ja unseriös, würde ich sagen. Eigentlich müssen wir das jetzt unterbinden. Du, bist noch dran. Na klar. Das hat jetzt 30 Mark kostet das Gespräch. So lange haben wir ihn warten lassen. Ja. Rufst du vom Handy an? Nee. Sei froh, sonst wärst du ein 180. Ja. Was möchtest du denn von uns wissen? Ich wollte ein Tamagotchi-Ei gewinnen. Das heißt Achselwurstel. Oder lieber die 5 Playboy-Hüfte. Nein, die Melanie wird nämlich unterschreiben. Persönlich, gell Melanie? Persönlich. Kannst du mal anschauen, das ist ein schön. Stift. Schau, kannst du mir die Hand führen? Nein, das ist ein Stift. Und jetzt schlagen wir die Seite auf von dir. Jetzt ist nichts. Warte mal, da unterschreibt sie für dich. Wie heißt du? Wie ist dein blöder Name? Dennis. Da kannst du ja nichts dafür. Also, danke. Wo bist du jetzt da? Eigentlich nicht. Ah, das ist falsch. Wollen wir das hier? Da. Dennis. Aber nicht auf die... Nicht unten. Da. So. Nee, nicht da. Nee. Da oben drüber? Auch nicht auch in der nicht. Mitte. In der Mitte? Oder an die Seite. An die Seite. Unten? Ja, unten. Unten, schräg, gerade... Ist mir egal. Jetzt schreibt sie auf den Oberschenkel. Ja. Für Dennis. Extra für Dennis schreibt sie, dein heißes Häschen Melanie. Das ist super. Das Jawohl, ist so cool. Du kannst dann schon angeben bei das euch in der Sonderschule. Der nächste Anrufer, wer ist am Apparat? Hallo, hier ist Sandra. Ich grüße dich, mein Häschen. Wie alt bist du? Ich 19. Und wo ist dein Problem? Ich habe eine Frage an die Jenny. An die Melanie. Die Jenny, die kann keine Fragen beantworten. An die Melanie. Sie ist wieder mit dem Achselwurstel am Spielen. Gibt's davon noch welche von diesen Achselwurstel? Wurstels haben wir noch, ja? Wir haben noch 2 Achselwurstel da. Dann müssen wir uns mal gut überlegen. Möchtest du lieber ein Playboy-Häschen haben? Nee, die ist auch ein bisschen besser. Doch lieber so ein Achselwurstel. Ein Achselwurstel, wir schreiben dich auf die Liste, gell? Ja? Mach's gut. Doch, wo warst du denn her? Warst schon weg, die war bestimmt vom. Ja. Planeten Sirius. Mhm. Das war eine Außerirdische mit dekodierter Stimme. Das habe ich genau gehört. Man hört es ein bisschen am Vibrieren. Ja, das bist nur, weil du neben mir stehst. Wer ist jetzt am Apparat? Wer ist dran? Hi, Dr. Ben, ich bin der Tobi. Ich grüße dich. Von wo aus meldest du dich? Aus München. Blödes Biest. Du, ich weiß, wie man einen Achselwurstel wach kriegt. Wie denn? Ja, im Endeffekt, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man zeigt dir ein Foto von der Melanie. Oder?
Oder man spielt dann eine neue CD. Ja. Und Butch ist es wach. Du, ich habe auch ein Spiel für dich. Magst du es mal spielen? Da musste ich auf die S-Bahn-Gleise legen. Ich möchte Achselwurstel. Ich bin so allein. Ich weiß. Kein Wunder bei dir. Gehirnamputiertes Messstück. Ja, ist kein Wunder, dass er allein ist. Die Eltern, den hätte ich ja auch schon längst ausgesetzt, würde ich mal sagen. Vielleicht kann man nachhelfen. Es werden viel zu wenig Jugendliche ausgesetzt. Ja, wollen wir Jenny eben. Na, die brauchen wir noch. Ein bisschen Geld. Ja. Die müssen noch die Geld müssen verdienen für uns. Ja. Ja, und die Achselwurstel betreuen. Wer ist jetzt am Apparat? Hier ist Dr. Ben. Ja, hier ist nochmal der Tobias. Und ich hätte jetzt doch eine Frage. An die Melanie? Ja. Nein, die kannst du ja morgen beantworten. Da ist sie bei Radio. Wo bist du morgen? Morgen bin ich nicht bei dir. Nicht bei mir? Ja, zum reicht Glück. Eigentlich heute der nächste reicht. Anrufer. Wer ist jetzt am Apparat? Dr. Ben spricht. Der Stefan ist hier. Hallo. Was möchtest du denn? Ich möchte auch ein Achselwurstelei gewinnen bei dir. Ein Achselwurstelei? Welches? Wie würdest du denn das Achselwurstel pflegen? Pflegen? Ja, ich würde es putzen. Mit was? Mit Citrullin? Nein, mit Spiritus und dann anzünden. Das ist schön. Ja, dann wird's auch das braun. Das ist gut. Da schreiben wir gleich deine Adresse auf. Bis zur Jugend, bis zur 18? Nee, noch nicht. Wie alt bist du? Ich bin gerade 14. Okay, da hat er ja auch noch 7 Jahre Zeit, bis er volljährig ist, gell? Ja, wir schreiben's mal auf die Liste, gell? So, ja, lieber Hörer, jetzt können wir leider nicht mehr sprechen mit der berühmten Starlet, mit dem berühmten Starlet, wo Dr. Ben heute zu Gast hat. Ja, genau. Das sagt man in Amerika, gell? Sagt man Sternchen, Starlet, alle. Genau, zu solchen wie zu dir, da sagt man Starlet. Das ist nämlich eine Auszeichnung. Ist es? Why? Eine medizinische. Die, wo nackig sich ausstellen in der Zeitschrift, auf unsittliche Art und Weise. Ach so. Das möchte ich ja mal betonen. Aha. Gell? Mit diesen schönen Bildern. Ja, so die ganz, an deine noch nicht so ganz rankommen. Aber sehr unsittlich, finde ich dieses Jahr auch. Das ist ja die Höhe. Wie kann man denn das da sich hinstellen? Das ist ja das. Ja, also, du könntest das nicht. Da sieht man ja bis ins Erzgebirge. Ja. Was ist das denn eigentlich da vorne? Das ist jetzt für die gebildeten Leute. Ist das von dir dein Mund? Du schaust doch mal nach, so, vergleichen, vorhalten, gucken. Jawohl, das kommt mir bekannt vor. Kommt das war vorhin, wo wir diesen Volkshochschulkurs gemacht haben. Ja. Ja, wir spielen wieder Musik, Battle Monster los. Und danach hat Dr. Ben einen außergewöhnlichen Teflon-Anruf noch zum Vorspiel. Und vom Achselwurstel gibt's auch noch einen zu gewinnen. Unserem Tamaklotzi-Ei. Jawohl. Ich geb's jetzt her, ich hab gesagt, du sollst den blöden Saft hertun. Gib's jetzt her, gib's her. Ich hab Jenny, die blöde Jenny, die hat nämlich unseren Morgenfrühstückssaft gestohlen. Die Monika, meine Gattin und ich, wir trinken ja nicht den Dr. Dittmeier. Ja, wir trinken sowas anders, gell, Jenny? Wie heißt das, hast du uns mitgebracht? Methadolon heißt es. Das ist ein neues Vitamingetränk. Das hat die Jenny vom... Vom Bahnhof hat sie es. Da gibt es immer in so einer Obstpresse, gell? Ja. Und dieses Methadon, das gibt's aber nur sehr, sehr schwierig, gell, Jenny? Wie machst du das immer? Wie kommst du da immer ran? Ich muss immer ganz viel einfallen lassen. Was musst du? Einfallen lassen, ganz viel. Jawohl, viel einfallen lassen muss ich jetzt. Sie ist ja schlau. Sehr mein schlaues Häschen. Also, aber ich habe jetzt auch was einfallen lassen. Bei Dr. Ben ist ja nicht blöd. Nein. Es kam mir nämlich von so einer Anzeige, haben wir das, gell? Da war so eine Anzeige, 01190 oder so, gell? Medizinische Beratung. Hör, Jenny. Ja, mal doch, da ruf mal doch mal an. Wir werden uns den blöden Saft schon verschreiben, der Dr. Steckberger. Telefonterror. Dr. Ben ruft an. Arztmediziner, der Gesundheitsberater. Dieser Service wird mit 12 Pfennigen für 2 Sekunden berechnet. Jawohl. Sie können jetzt nach dem Signalton Ihre Auswahl einsprechen. Sagen Sie 1 für körperliches Unbehagen oder 2 für seelisches Unbehagen. 1, Seele, körperlich. Hallo? Ja?
Grüß Gott, wer spricht denn da? Hier ist Ben. Hier ist Arzt Mediziner. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie, Herr Doktor. Ich rufe an wegen meiner Tochter Jennifer. Sie ist nicht gut auf der Höhe. Ja. Und jetzt habe ich diese Nummer gefunden, weil unser Doktor, der ist ja verreist, gell, unser Hausarzt, der Toni Schlecker. Und jetzt habe ich jetzt Ihre Nummer in der Zeitschrift gefunden. Da habe ich mir gedacht, Sie geben mir auch Auskunft, gell? Ja. Bin nämlich ein bisschen ratlos. Ja, und wie kann ich Ihnen helfen? Sind Sie denn Arzt auch? Ich bin Heilpraktiker. Ah, Heilpraktiker. Die Jenny macht gerade Praktikum auf 610 Marks Basis. Ja, ich habe mein Praktikum bereits vor 3 Jahren abgeschlossen und habe seit 2 Jahren eine eigene Praxis. Ah, das ist ja toll. Also ja. Jetzt mal zur Sache. Die ja. Jenny, meine Tochter, sie ist 15 Jahre alt und sie ist jetzt wieder nach Hause gekommen. Sie ist oben in ihrem Zimmer und sie macht auf mich so einen benebelten Eindruck. Sie ist so bleich, hat die Augenringe und essen tut sie auch nichts mehr. Ja? Ja, meine Gattin, die Moni und ich, wir sind ja beide arbeitslos. Ich beobachte das schon die ganze Zeit bei ihr, dass sie so einen, ich möchte sagen, benebelten Eindruck macht. Ja? Ja, was ist das? Was es ist? Ich hab gesagt, hast Probleme, bist du krank? Sagt sie nein, aber sie hat schon mal diese Ecstasy-Tabletten habe ich bei ihr gefunden. Ja, diese Ecstasy-Tabletten. Ecstasy, jawohl. Ja, genau. Exzess-Tabletten. Ja, Exzess-Tabletten, genau. Die, das könnte ja sein, dass sie die genommen hat. Ja, das war aber gar nicht gut. Ne? Ja, dann muss man ihr die wegnehmen und muss ihr das verbieten, dass sie die nicht mehr nimmt. Was? Ja. Wir sind ja schon älter. Ich kann mich ihr da nicht mehr. Sie ist so frech. Ja, sie ist so frech, Herr Doktor. Sie tut da, macht immer, sagt sie immer gleich, nein, Papa, ich geb's nicht her. Und jetzt hat sie diese Exzess-Tabletten, bin ich mir aber sicher, dass ich die schon viel länger nicht mehr gegessen hat. Mhm. Können Sie uns nicht ein Mittel verschreiben, diesen Saft, Hustensaft? Ja, aber nein, was? Ich kann da kein Mittel verschreiben. Durch Telefon Ihnen ein Mittel verschreiben. Sie brauchen ja ein Rezept. Das Methadon haben Sie das nicht. Da können wir ja das geben. Das ist doch so ein Husten. Nee, das macht man doch nicht bei Ecstasy. Das Methadon, das gibt es auch nur, wenn die so sich in die Vene reinspritzt. So mit Heroin und okay, mit Heroin, und Schnee und Eis und ja. Und wie so. Schnee und Eis? Was ist das? Ja, so Koks und Kokain und so, ja. Da gibt's ein Methadon, aber bei Ecstasy gibt es kein Methadon. Sieh das mit dem Schnee und Eis, das interessiert mich jetzt. Das hat sie auch schon mal gesagt. Was ist das? Das ist ja ganz schlimm. Also dann darf sie im Winter nicht mehr raus, denn dann wird's ganz gefährlich. Warum ich kann nicht? Sie aber mal weitervermitteln an unseren psychologischen Dienst. Der aber kann wenn Ihnen Sie weiterhelfen. Diesen Saft uns verschreiben könnten, dann könnten wir den ja wenigstens geben. Ich kann doch durchs Telefon nichts verschreiben. Wir können es doch faxen. Wir haben doch so ein fixes Gerät, da können Sie uns das durchschieben. Und dann holen wir den Saft. Das Methadon. Jawohl, das haben Sie gesagt. Das verschreiben Sie dann uns gegen die Ecstasy-Tablettensucht. Mhm. Ich darf nicht am Telefon irgendwelche Diagnosen stellen. Ja, wieso? Für was sind Sie denn dann da? Ich darf Ihnen einen Rat geben. Für was denn? Für was? Wir brauchen keinen Rat. Brauchen Sie keinen Rat? Wir haben einen Rat selber. Ihr habt einen Rat. Wir brauchen ein Rezept. Ein Rezept, das kann Ihnen wiederum ein Psychologe verschreiben, ja? Auch, aber doch, ja, auch. Ein Doktor der Psychologie. Ja, wer denn? Und ich werde Sie an den jetzt weiter verbinden, ja? Mhm. Kleinen Augenblick, bitte. Zurzeit beschäftigt. Wenn Sie mich unbedingt persönlich sprechen möchten, rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal an oder hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Rufnummer. Ich rufe Sie dann so schnell wie möglich zurück. Bitte sprechen Sie deutlich und akzentfrei nach dem Signalton. Danke. Ja, Dr. Unterstrich Ben, dieses Schwänzchen.
radar.de, das ist Dr. Bens E-Mail-Adresse. Und da haben wir schon einen Brief bekommen von danny@upsmack.muck.de, Daniel Musalek. Hallöchen, Dr. Ben, ich möchte unbedingt eines von deinen Tamagotchis. Ich würde mich dafür sogar hinter die S-Bahn werfen. Oder was noch viel schlimmer wäre, ich würde sogar eine deiner Sendungen ausfallen lassen. Ein Autogramm von Melanie wäre auch nicht zu verachten. Hechel, hechel, die Jenny tanzt wieder mit dem Battlemonster wild herum. Das ist diese schöne Musik da, gell, das weiß ich. Der Battlemonster ist gut. Ist so gut, gell, Battlemonster, du brauchst dir nichts einbilden. Oh, Dr. Ben schreibt uns hier der CU Foxel. Es ist AOL.com. Hallo Dr. Ben, ich würde mich sehr freuen, wenn du das Häschen für mich mal so richtig durcharbeiten könntest. Das wäre echt stark. Falls du dieses E-Mail nicht ernst nimmst, beachte Folgendes. Ich habe gerade mein Abitur gemacht. Hat sogar richtig geschrieben mit TH, gell? Tja, liebe Freunde, Dr. Ben hat natürlich diese Achselwurstel immer noch hier, diese Tabakglotzi-Eier. Und eins haben wir noch zu verlosen. Und ich frag doch mal, wer jetzt gerade am Apparat ist, gell? Okay, hör auf. Jenny, ich habe gesagt, du sollst dich um das blöde Ei kümmern, Achselwurstel. Jetzt hört's auf. Geh weg. Bundesweit und exklusiv auf Energy. Dr. Bens Lieblingspatient ist der Michael Schatzsohn. Mhm. Den behandle ich sogar für umsonst. Fast umsonst. Denn 100 Michael Jackson Singles und 20 exklusive Michael Jackson Konzertkarten habe ich ihm abgefuchst. Und die könnt ihr gewinnen. 120 Minuten Ben FM. 120 Preise pro Sendung. Ben FM. Jede Minute ein Gewinner. Ich geb's ja gern her. Ich brauche den Blödsinn nicht. Gibt es Michael Jackson Paket? Sofort, ich grüße euch, ihr Blödis. Hier ist wieder Dr. Ben und ich sende illegal auf Astrosatellitenstrahlung in eure blöden Ikea-Wohnzimmer. Meine Tochter Jenny, das 14-jährige frühreife Häschen, assistoniert mir heute Abend wieder. Und ihr habt so gehört, wir verlosen jede Minute einen Preis heute, gell? Michael Jackson CDs gibt's. Und die kriegt ihr, die CDs, wenn sie uns via Fax 01 37 339 337 oder per dieses E-Mail, wisst schon, dieses E-Mail uns schickt, gell? Und Dr.Ben, dann kommt das, diese Zeichen, gell? Das Schweine, diese Schweineschwänzchen und dann radar.de. Oder ihr schickt uns einen Brief zu uns nach Hause, Jenny. Wohin? Dr. Ben? Grabinger Straße. Du gehst ständig mal ein bisschen an, sag's noch mal lauter, dass sie auch verstehen hat. Alter. Ja. Bertel Monster, du hältst dich raus. Lass die Jenny die Nummer, ja, die Adresse sagen. Okay. Dr. Ben, Grabinger Straße 6. Jawohl. Weiter. 81671 München. Sehr gut. Blöde Ziege. Und jetzt kommt unsere Telefonnummer in ganz Deutschland. Gell? Dr. Ben behandelt heute wieder all eure Probleme. Ja, 01 37 339 339. Und vielleicht könnt ihr dann die Michael Jackson blöden Konzertkarten gewinnen. Aber wie, Papa? Wie? Das werden wir dann schon. Ach so, wie? Ja, ihr müsst den Michael Jackson Schrei für uns nachmachen. Wenn die Jenny dem Michael immer in die Batterien knipst, dann tut ihr ja immer so squeaken. Ja, macht doch mal Jenny für uns. Jawohl, wenn sie das vormacht, gewinnt sie 20 Karten für Michael Jackson in München. Und wir haben noch die blöden Tamagotchi-Eier, die Achselwurstel. Jetzt hören wir die Oma jetzt einmal. Ja. Battlemonster, wir gehen die Tamagotchis holen. Wo sind die blöden Dinger? Es ist kurz nach 22 Uhr und das verordnet Ihnen Dr. Ben in den kommenden 60 Minuten. Dr. Bens Lieblingspatient ist der Michael Schatzsohn. Mhm. Den behandle ich sogar für umsonst. 120 Minuten Ben FM. 120 Preise pro Sendung. Jede Minute ein Gewinner. Was gibt's denn noch von Kaffee? Pro-Produkte, was gibt's denn da für den Pro? Pro-Produkte sind unsere Kaffeespezialitäten. Schick Dr. Ben deine E-Mail. Lass doch mit, sei gut, was ist, gut,
Sie sind jetzt in der Notaufnahme. Nennen Sie Dr. Ben Ihren Namen. Den Telefonapparat gesperrt. Ne? Aber zum Glück gibt's ja das mit dem E-Mail. Schick Dr. Ben deine E-Mail. Dr.Ben@ Also das ist das kleine Außerirdische mit dem Schwänzchen. Halt's Maul. Radar.de. Also dann. Ben FM. Ich warte. Also ihr habt's gehört, gell? Müsst Dr. Ben schön dieses E-Mail rüberschicken, damit sie ja diese Michael Jackson CDs gewinnen könnt. Die Jenny hat schon alles schön sortiert. Und das Bärtelmonster hat sie mir gegeben, damit ich sie signatieren kann. Nicht wahr? Liebe Hörer, Dr. Ben ist natürlich immer für eure Fragen und Probleme zur Stelle, nicht wahr? Und diese Naomi, gell? Das ist ja der Jenny, ihr großes Vorbild. Diese Naomi Campbell, die habe ich ja auch gerettet, weil die hat es ja mit Apfeltabletten, wollte die sich umbringen, die blöde Ziege. Dann konnte ich nicht mehr runter vom Klo. Fragen wir mal nach, ob noch einer von meinen Hörern heute Selbstmordgedanken hat. Hallo, hier ist Dr. Ben. Wer ist denn dran? Ja, hallo, hier ist der Hauke aus Hamburg. Ich grüße dich, ein Hamburger haben wir wieder dran. Ja, gestern haben wir ja mit einem Cheeseburger uns getroffen, die Jenny und ich. Und was gibt's bei dir? Was hast du heute gemacht? Was ich gemacht habe heute? Mich ausgeruht, geschlafen, mit gegessen. Mit wem? Meiner Frau. Mit deiner Gattin, wie heißt die denn? Die heißt Jasmin. Die Jasmin. Und ist sie... Habt... Was? Ja, die Jasmin ist es, seine Gattin. Ja, seine Gattin, ja. Du bist ja mit der blöden Bravo-Schnecke zusammen. Mit der wollen wir nicht sprechen. Nee. Jetzt den nächsten, wer ist jetzt am Apparat? Hier ist Dr. Ben. Ja, hallo, hier ist der René aus Leipzig. Ich grüße dich, René. Hast du eine Freundin? Nein. Da kann es froh sein, weil wenn du eine Freundin hättest, die hättest du ja schon längst umgebracht. Der nächste, wer ist jetzt am Apparat? Hier spricht Dr. Ben. Ja, ich bin Servus. Ich grüße dich. Hörst du regelmäßig Dr. Bens Beratungssendung? Aber klar. Jawohl. Und was gefällt dir am besten? Die Gäste. Die Gäste. Wir haben ja heute keinen Gast. Nur so ein blödes Fernsehteam haben wir heute da. Von der Piep-Sendung. Weil Dr. Ben hat ja in der nächsten Sendung vor der Sommerpause, ja, wir machen ja auch Sommerpause in 2 Wochen, dann bald die Verona Feldbusch eingeladen. Kennst du die? Ja. Wie findest du die? Sexy. Ja, wie alt bist du? 14. Wie reifes Miststück. Wie die Jenny. Tja, meine lieben Freunde, ihr habt's gehört, ganz Deutschland ist heute wieder zugestellt bei Dr. Ben und informationalisiert sich über meine neuesten Ratschläge und Aufdeckungsmanöver, wo ich gemacht habe. Ich habe also eine Telefonnummer herausgefunden, gell? Da habe ich gleich angerufen, weil da tut sich etwas nicht Jugendfreies. Hört's ja mal selbst. Telefonterror. Dr. Ben ruft an. Bei Wiener Melange. Wir freuen uns, dass Sie auf diese neue Spezialität Appetit bekommen haben und schicken Ihnen gerne in den nächsten Tagen eine kostenlose Probeportion. Dazu brauchen Sie nur nach dem Signalton Ihren Namen und Ihre Adresse zu nennen. Bitte die Postleitzahl nicht vergessen. Hallo? Spricht da jemand? Die blöde Postleitzahl, Jenny, gibt's her. Ja. Was, wir wollen ja auch dieses Melange. Das ist ja in Wirklichkeit ein Drogendealer-Telefon. Gell, Jenny, das haben wir rausgefunden. Und warum hier mit Rauschgift gehandelt wird, das klären wir nach der nächsten Musikunterbrechung. Der gewinnt eine diese Michael Jackson CD. Und er hat gewonnen die Annegret Nickels aus Waldbeckelsheim. Ja, ist ja ganz ausgefuchtes Schlitzohr. Sie hat ja den Michael Jackson ohne Badehose gemalt. Ja, das sehe ich gerade. Und so sehe ich aber nicht aus. Na, das bist du nicht, wo die Jenny gemalt bist. Du bist ja nur 1,54 Meter und hast 108 Oberweite. Dann haben wir noch ein schönes Bild gemalt bekommen
Was ist das denn? Hallo Dr. Ben, ich möchte ein Tamagotchi haben. Wir verlosen heute nochmal 5 Tamagotchi-Eier, gell? Ja. Jawohl, die brüten wir nämlich nicht mehr aus, sondern das könnt ihr selber machen. Ja. Und da müsst ihr uns nur faxen, wie ihr das Tamagotchi wach macht, haben wir gesagt, gell, glaube ich. Oder uns anrufen 0137 339 339. Liebe Hörer, Dr. Ben kommt nun zu einem wichtigen Thema. Ihr habt ja gerade es mit dem Anrufbeantworter gehört, mit diesen Koks bestellen, gell, mit diesen in Wien. Gell, Jenny, kannst du dich erinnern? Ja. Mit dem Elmar Gunsch, der hat ja gesagt, man kann in Wien dieses Kokainpulver bestellen. Stimmt's? Mhm. Und da habe ich jetzt mal angerufen bei der Kaffeefirma, um für meine Patienten in der Praxis ein paar Probepäckchen abzustauben. Telefonterror. Dr. Ben ruft an. Schönen guten Tag. Ja, ich grüße Sie ganz herzlich, meine Liebe. Hier spricht Dr. Ben. Guten Tag. Ich grüße Sie. Ich rufe an wegen einer Information von diesen neuen Kaffeemelas. Ja, dann kann ich Ihnen eine Telefonnummer geben, wo kostenlose Proben versandt werden. Ja, na, ich möchte ja bei Ihnen gleich bestellen. Ich brauche ja etwas mehr. Für meine Praxis. Gell? Ich habe hier eine private Praxis, nicht wahr? Wo ich Rauschgiftsüchtige regeneriere. Ja. Das kennen Sie. Wie diese Betty Ford Klinik. Kennen Sie das? Sagt mir leider nicht. Gell, die Betty Ford Klinik. Und ich bräuchte für die Patienten. Ist das eigentlich Pulver, sagen Sie, dieser Kaffee? Ja, das ist ein Instant-Produkt. Sie nehmen keinen Direktversand vor, sondern sind nur für Endverbraucher zuständig. Jetzt erst, ja, das ist ja sehr lieb, dass Sie so freundlich sind zu mir. Gell? Konsumieren Sie das selbst auch? Ich kann Ihnen gerne eine Telefonnummer geben. Und dann? Und zwar von der Zentrale. Von der Kaffeezentrale. Ist das direkt in Kolumbien, wo dieser Kaffee herkommt, oder ist das mehr in München oder wo? Haben Sie das zum Schreiben bereit? Dann gebe ich Ihnen die Telefonnummer von der Zentrale. Augenblick, ich muss mal kurz meine Assistentin herbeirufen, dass sie mir einen Stift bringt. Ja? Roland Bergmann, ich brauche einmal einen Kuli. Blöde Ziege. So. Ich habe einen Stift. Bitte die Nummer. Ja, das ist den. Sie und mit diesem Pulver jetzt, wo Sie gesagt haben. Mit der Wiener Melange. Jawohl, genau. Dieses Melange. Haben Sie die Wiener Melange schon mal probiert? Nein, natürlich nicht. Noch nicht. Aber Sie, ich bin ja neugierig, weil ich möchte gerne von Ihnen, ich bräuchte also 2000 Beutel für meine Praxis. Mhm. Als Geschenk. Das und dieses Pulver, ist das auch richtiges Kaffeepulver? Das ist eine Mischung aus Kaffee und Schokolade. Kennen Sie eine Stadt in Solingen mit 5 Buchstaben? Weil ich mache gerade Kreuzworträtsel in der Bild-Zeitung. Wissen Sie das? Oder Englisch oder? Was heißt auf Englisch oder? Ich habe nämlich nicht Englisch gehabt, mit 2 Buchstaben ist das. Was gibt's denn noch von Kaffee? Purprodukte und Spezialitäten. Purprodukte? Was gibt's denn da für den Purprodukte? Purprodukte sind unsere Kaffeespezialitäten, unsere Instant-Kaffeespezialitäten. Und die heißen Purprodukt? Ja, weil das keine, das ist... Na bitte, jetzt mal raus mit der Sprache. Das ist Kaffee, deswegen, das ist reiner Kaffee. Also reines Koks. Und genau. Das ist Po. Ja, das ist reiner Kaffee. Weil bei einer Kaffeespezialität, zum Beispiel Cappuccino, da haben sie ja noch die Milch mit dabei. Das Milchpulver, damit diese zarte Creme oben auf dem Cappuccino entsteht. Ah, das weiße Pulver ist das. Das sagen Sie. Ah, und wenn da Milchpulver bei ist, da ist das aber nicht rein. Das ist genau richtig. Da haben wir ja mal recht. Wenn das mit diesem Milchpulver verstreckt ist. Ja? Bei mir ist ja in meinen Patienten in dieser Chirurgenrehabilitierungsprozessen dieses reine Pulver lieber, als wenn Sie das mit Milchpulver strecken. Wissen Sie? Mhm. Und ich bin ja der Meinung, dass Sie mir durch Ihre reizende Art und Weise mit Ihren Po-Produkten, wo Sie mir jetzt hier gerade beschrieben haben, in so schönerer Weise, dass Sie mir diese 2000 Päckchen, wie viel ist denn da in einem Päckchen drin? Wie viel Gramm? Da gibt es unterschiedliche Größen, zum Beispiel Gold, gibt es unterschiedliche Größen, in denen Sie ihn kaufen können, Glasgrößen, da gibt es Tassenportionen. Das heißt, es sind Portionen, die genau für eine Tasse Kaffee reichen, genau. Einen Schnupf reicht, jawohl, und was noch? Dann gibt es eine 200 Gramm, ein 200 Gramm Glas, das ist das allergrößte Glas. Und das ist das Größte. Das ist das Größte. Und in diesem Päckchen für umsonst, wo Sie heute verschicken, nicht wahr, mit diesem Kokspulver, wie viel ist denn da drin? Das ist unterschiedlich. Das können mal 30 Gramm sein, das ist ganz unterschiedlich, Herr Dr. Ben. Jawohl, Sie sind eine reizende kleine
Person und was, jawohl. Also, dann werde ich mich noch einmal bei Ihnen melden, gell? Ja, das ist lieb von Ihnen. Jawohl. Ich bedanke mich für Ihren Anruf, Herr Dr. Ben, jawohl. Und einen schönen Tag ich noch. Wünsche ich Ihnen Wiederhören. Wiederhören. Wiederhören, blöde Schleimkuh. Also, wenn die diese Koksprodukte mit Milchpulver strecken, da kann ich das meinen drogenabhängigen Patienten, gell, Jennifer, nicht empfehlen. Also nicht, dass ihr es anruft und es gesellt. Das ist nicht gut. Yeah. Liebe Hörer, wir werden gleich uns wieder weitermelden. Quatsch, wir werden uns gleich wieder melden. Lach nicht über mich, Kenny. Sonst fängst Park. Jetzt weiter Musik spielen. 409 Dr. Ben CD. Die gemeinsten Telefonanrufe Deutschlands gibt's jetzt endlich auf einer CD. Warum denn nicht? Ja, weil man nur von solchen Leuten wie sie gekrapscht wird. Und unter 10.000 komme ich sowieso nicht. Die werden noch draufgehen für Gerichtskosten. Hol sie dir, damit dein blöder CD-Player auch mal was zu jucken hat. Dr. Bens Telefonterror. Die CD. Jetzt überall im Handel. Der Tag, auf den die Welt wartet. Ich will einfach her. Ach, hör dir auf! Gib Tamagotchi her! Hast du gehört, es hat Hunger? Du sollst dich, Tamagotchi. Tusch weg! Zähl dir aus mit ihm! Liebe Hörer, ihr habt's gehört, diese Tamagotchi, diese Achselwurstel, wie wir es ja auch nennen, seit unserer letzten Sendung, da man das Tamagotchi auch unter den Achseln tragen kann, da fällt's nicht so auf in der Schule oder im Büro. Damit der blöde Chef es nicht merkt, haben wir jetzt ja zum Verlosen, gell? Und wir haben ja noch auch diese Michael Jackson Konzertkarten, die exklusiven. Da frage ich doch einmal gleich nach, nein, meine lieben 0137-329-339 von ganz Deutschland aus zu erreichen, wer jetzt bei Dr. Ben in der Sprechstunde gerade ist. Hallo, hier spricht Dr. Ben. Ja, servus, das ist der Christian. Ich grüße dich ganz herzlich. Christian, beschreib dich doch einmal kurz für unsere blöden Hörer. Ja, ich bin blond, blauäugig und blöd. Da ist die Jenny gleich wieder dabei. Ja. Die Jenny schnappt sich alles, was bei drei nicht auf den Stockbetten ist, sage ich immer. Ja. Jenny, ruhe jetzt mal. Und ich brauche unbedingt so ein Tamagotchi. Du hast keins? Nee, ich habe keins und ich muss jetzt zum Bund und da brauche ich unbedingt eins. Ja, geht bei der Bundeswehr. Das ist natürlich recht, liebe Hörer. Da habt ihr es gehört, dass die jungen Wehrpflichtigen etwas zu spielen haben, bevor sie untereinander rumspielt. Ja, da tust du gut, da kriegst du von uns eins. Ja, Finger! Jawohl! Jawohl! Ja! Tamagotchi! Was? Du, gell, kümmere dich mal um deine Spätzeln. Ja. Wir schicken dir das Tamagotchi zu. Das ist nett, vielen und Dank. Jeden Tag füttern, sonst kotzt dir die ganze Wohnung voll. Der nächste Anrufer, liebe Hörer, Dr. Ben macht alle glücklich. Wer ist jetzt dran? Hi, ist Sebastian aus München. Ich grüße dich. Du bist wie alt, wenn ich mal fragen darf? 16. 16? Und hast du auch gehört, dass ich dieses Fotomodell, gell? Wie heißt sie? Wie heißt sie? Sag's noch einmal, wie heißt die? Monika. Nicht Monika. Hey, Naomi Campbell. Sag, du sollst ruhig sein. Naomi Campbell, jawohl. Was hat, genau. Die hat sich ja umbringen wollen, gell? Ja, ja, glaub schon. Weil sie ja mit diesem Spanockel-Bruder, mit diesen Kastanetten, ist sie ja zusammen, gell? Mit diesem Kastanettenfürst. Mit dem Spanier da. Jawohl, mit dem, wie heißt der? Weiß auch nicht. Waldemar. Waldemar Espania. Und du möchtest ja, dich, bei dir habe ich ja, auf dich habe ich einen Anschlag vor. Wie war der Name nochmal? Ich habe nicht aufgepasst. Basti. Der Bastel, jawohl. Ja, genau. Du darfst zum Michael Jackson. Super, danke. Ja, jawohl. Und warst du schon mal bei Michael Jackson auf dem Konzert? Ja, war ich schon mal bei der letzten Tour. Bei der letzten Tour vor 20 Jahren, da hast du ihn besucht. Und ja, genau. Hat's dir gefallen, gell? Ja, ja, super war's. Das glaube ich, dass dir das gefällt. Da kriegst du zwei Karten. Ja, danke. Möchtest du denn zur Premiere gehen oder lieber zwei Tage später, wenn er sich beruhigt hat? Zur Premiere. Zur Premiere, jawohl. Sag nochmal danke, Dr. Ben. Danke, lieber Dr. Ben. Blöder Schleimarsch. Der Nächste, wer ist jetzt am Apparat? Hier spricht Dr. Ben. Ja, hallo, hier ist René auch aus München. Ich grüße dich. Und, wo ist dein Problem? Mein Problem ist, ich möchte auch gerne zu diesem Michael Jackson auf das Konzert. Ja, und? Weiter? Der ist möglich. Ich meine, ich habe gehört, man soll den Schrei nachmachen. Soll ich mal probieren? Ja, die Michael Jackson-Schrei, den möchten wir jetzt gerne mal hören von dir. Okay, ich lange jetzt mal die Eier und dann... Weil nicht Jenny, was sagst du? Du hast ja da Erfahrung. Jenny hat's gefallen. Also, eine Karte kriegst du. Ah, oh, wunderbar. Wann möchtest du denn hin? Ja, wenn's geht, auch zur Premiere. Zur Premiere, jawohl.
Dankeschön. Okay, danke, lieber Dr. Ben. Bitteschön. Okay, tschüss. Was wir nicht verraten haben, sind, dass das ja Karten hinter der Bühne sind. Zum Aufräumen. Das sind ja diese Putzausweise, die wir hier verlosen heute. Damit sie alle mit den blauen Plastiktüten nach dem Konzert die Becher einsammeln dürft. Ja, das haben wir schön gemacht, Jenny. Jetzt noch einen nehmen wir noch, gell, würde ich sagen. Ein Frauchen. Da fragen wir mal, ist da eine Dame? Hallo, hier spricht Dr. Ben. Sie hat schon zerrissen, die blöde Ziege. Die war nicht bei den Fettwatchers. Wer ist jetzt am Apparat? Hier ist Dr. Ben. Ja, es ist ja wirklich schwierig. Aus Bertelmonster, ich hab gesagt, du sollst nicht den Stecker rausziehen. Aus dem Telefonapparat. Sonst kann uns ja die Leute nicht anrufen. Liebe Hörer, ihr könnt euch jetzt melden. 0137 339 339, um von Dr. Ben sich einen wichtigen Rat zu holen. Der Nächste, wer ist jetzt dran? Hallo? Ah, dann mach mal ganz was anderes. Nämlich, wir schauen ein bisschen ins Internet. Dr.-Ben, dann kommt dieses Alien A, radar.de. Hallo Dr. Ben, du alter Slimy, schreibt uns der Friedrich Wiedemann aus dem Netzsurf. Auch ich hätte natürlich gerne eine signifikazierte Michael-Jackson-CD und will dich fragen, was du als außerirdischen Forscher zur Michaels Operationen meinst. Der meint er wie Friedrich Wiedemann. Tja, lieber Friedrich, diese Operationen von Michael Jackson, das ist natürlich gar nicht wahr. Er ist ja gar nicht operationalisiert worden, sondern er ist immer nur mit dem Arsch aufgetreten. Und seit 2 Jahren tritt er mit dem Gesicht auf vor den Menschen. Ja. Deshalb ist ja dieser Unterschied da. Und damit wir dieses richtig schön feiern können, verschenken wir, von dem Konzertveranstalter großzügigerweise gestohlen, die Karten, ja, die Jenny, diese blauen Putschausweise. Ja. Los, Dr. Ben, heute diese Konzertkarten und die CDs. Da kriegt der Friedrich schon eine, gell, Jenny? Dem schicken wir mal schön so blöde CD. Dann haben wir hier was von Alex Festbaum. Er schreibt uns, deine Sendung ist echt geil, voll cool. Aber du solltest nicht immer das Bertelmonster so anmachen. Es bedient dich doch von vorne bis hinten. Der Bertelmonster, das ist... Nein. Auch wenn du mal gelobt wirst, brauchst du dir gar nichts einbilden. Und du machst es nur an. Ich habe ein außerirdisches Twitter-Monster gesichtet. Was soll ich tun? Gleich Aluminiumfolie um Kopf binden. Damit die Außerirdischen... Gell, Jenny? Was können dann die Außerirdischen nicht, wenn man sich Aluminiumfolie um den Kopf bindet? Dich sehen. Nicht dich sehen. Ach so. Nicht ihre Astro-Impotenzstrahlung schicken. Ach so. Ah, du bist ja eh schon total verblödet. Du brauchst ja nichts umbinden. Oh. Mit dir haben's eh ein leichtes Spiel. Oh. Ja. Dann haben wir hier was von THL Alcom. Hallo Dr. Ben. Kannst du mir mal so eine blöde Michael Jackson-CD schicken? Und wenn du dabei bist, irgendetwas zu schicken, kannst du mir auch eine blöde Autogrammkarte einpacken, schreibt der Thomas Lehmann aus Dresden. Hoffentlich hast du noch genug Kohle, um das blöde Porto zu bezahlen. Dann haben wir mal Geld zum Porto. Nein, wir machen's Empfängerzeit. Und du kriegst auch eine schöne CD. Tja, liebe Hörer, und wenn ihr mehr wissen wollt von Dr. Ben im Computer, dann könnt ihr gleich noch mal meine schöne Homepage anschauen. Geld, schlaue Info, alles für Fans. Auf der Dr. Ben Homepage. Hallo, hier spricht Dr. Ben. Wisst ihr eigentlich, wenn man meine Internetnummer rückwärts spricht, dass da eine satanische Botschaft rauskommt? www.radar.de/Dr.-Radar.de/Dr.-Ben. So, und jetzt das alles mal rückwärts. Achten Sie bitte auf die satanistische Botschaft. Wer ist noch mit der Vulkano? Kann er so lange nicht auf was ist, der Vulkanismus? Ne? Habt ihr es gehört? Also, dagegen hilft nur Vitamin C und Dr. Ben's Ben FM. Ben FM.
gewesen. Das habe ich ja schon gesehen im Fernsehen, wie die ferngesteuerten Roboter sind da diese Sänger herumgelaufen und Dr. Ben war klar, dass das die Außerirdischen waren. Wir konzentrieren uns jetzt auf diese schöne Panflötenmusik von dem arbeitslosen bolivianischen Panflötenfürsten Emilio Escobar Junior. Die Panflöte ist meine Welt. Jenny, lass den Badeanzug an. Oh ja. Und sie ist schön, weil es mir der Badeanzug bleibt angefällt. Unsere Mutti, wir sind ja traurig, ja? Jenny. Weil nämlich die Moni, die ist verschwunden, gell? Ja, leider. Ja, sie ist verschwunden, die Mutti. Und der Jenny, meine blöde Gattin. Sie ist dann mit einem Wohnmobil nach Amerika gefahren und da ist sie, vermute ich, von Außerirdischen entführt worden. In Ibiza war sie, gell, glaube ich. Und deshalb versuche ich ja alles Menschenmögliche, die Moni wiederzufinden. So denn? Ja, wenn wir sie tot wiederfinden, Jenny, kriegen wir ja die Versicherungssumme. So. Und deshalb rufe ich jetzt mal da an, beim blöden Reisebüro Ticketservice. Hm? Vielleicht wissen die, wo die Moni geblieben ist. Telefonterror. Dr. Ben ruft an. Telefonzentrale, guten Tag. Ich grüße Sie, Dr. Ben spricht. Kann ich mal jemand vom Reisebüro sprechen? Haben Sie Reise gebucht? Ja, schon gebucht und schon erledigt. Die Gattin ist entführt worden. Wer ist entführt worden? Meine Gattin. Ist entführt worden? In Ibiza. Ja. Jetzt müsste ich meine Information abholen. Ja, bleib Moment, Ibiza. Telefonzentrale, einen schönen guten Tag. Hier spricht Dr. Ben. Ihre Kollegin hat mich gerade wieder ausgetrickst. Um was geht es? Meine Gattin ist entführt worden in Ibiza. Ja. Und jetzt muss ich hier wegen diesem Brief anrufen bei Neckermann, weil wir das ja mit Neckermann gebucht haben. Ich rufe vom Konsulat an. Ja. Und Ihre Kollegin, die alte Schnepfe, die hat mich nicht verbunden. Moment, ich habe... Der Herr Konsul ist schon ungehalten. Ja, das glaube ich. Ich bin ja gerade in Ibiza. Moment, ich verbinde Sie mal jetzt weiter. Jetzt macht Luxi. Guten Tag. Hallo. Hallo, wer spricht da? Hier ist Dr. Ben. Ja, guten Tag, Herr Doktor. Ich bin Herr in Ibiza. Sie, meine Gattin, ist entführt worden. Ich bin ja hier gerade am Konsulat beim Ibiza. Und ich melde mich hier bei Ihnen, weil ich jetzt irgendwie mich mal informationieren will, was ich jetzt da tun soll. Ja, wenn Sie beim Konsulat sind, ich glaube, das Konsulat kann Ihnen eher helfen. Geben Sie bitte Ihre Teilnehmernummer, unter der Sie mit uns gereist sind. Ja, ich bin ja mit dem Last Minute unterwegs. Ja, geben Sie bitte die Teilnehmernummer, die Reiseauftragsnummer. Hallo? Hallo? Ja. Ich verstehe Sie so schwer. Ich verstehe Sie sehr gut. Geben Sie mir... Ich spreche gerade mit dem Mann. Sie, Herr Mann. Ja. Meine Gattin, die ist entführt worden in Ibiza. Von Außerirdischen. Von Außerirdischen? Ja, die waren mit dem Wohnwagen unterwegs. Und dann ist sie... Ich kann es mir nicht anders erklären. Wohnwagen auf Ibiza? Jawohl. Ja, was? Warum Wohnwagen denn? Ja, mit dem Wohnwagen, weil sie immer mit dem Wohnwagen unterwegs sind. Ja, wie ist Ihr Name bitte? Dr. Ben. B-E-N. Und welcher so... Ich Moment einmal, ich spreche gerade mit dem Herrn Mann. Sie, Herr Mann, was soll ich denn sagen? Ja, sagen Sie bitte, welches Hotel haben Sie gebucht? Esperanza oder so ähnlich. In Playa del Bosa waren wir. Las Molinas, irgendwas. Ja. Sie, und da ist ja meine Gattin plötzlich verschwunden und ich glaube, durch Informationen, die ich beweisen kann, der Konsul glaubt mir auch nicht, dass ich ja sie von Außerirdischen entführt wurde. Von Außerirdischen? Natürlich. Und jetzt müssen Sie mir Geld schicken. Ich muss Geld schicken? Natürlich, Sie sind ja da schuld. Bitte. Was sagen Sie bitte, Herr Doktor? Sie, das ist ja Ihre Schuld, wenn Sie uns da in dieses unsichere Ibiza schicken. Ja, aber wir haben keine Außerirdischen organisiert für Sie. Ja, aber diese Reise haben Sie gemacht. Und ja, da sicher, ist ja sicher. Meine Gattin plötzlich verschwunden. Ja, ja, ja. Haben Sie richtig gesucht? Wer spricht dort im Hintergrund? Das ist der... Jetzt halten Sie mal ruhig. Das ist der Konsul irgendeiner Plödi vom Konsulat. Na geben Sie mir bitte diesen Konsul, ich möchte mit ihm mal sprechen. Nein, ich gebe es Ihnen nicht.
Warum ja, nicht? Nix da, weil ich es mit Ihnen selber. Sie müssen mir das Geld schicken. Ja, ich kann Ihnen kein Geld schicken. Haben Sie eine Versicherung? Geben Sie mir bitte Ihre Reiseauftragsnummer. Ich habe es jetzt mal Ruhe. Bitte, was für eine Nummer? Die Reiseauftragsnummer unter der Sie bei Telefonnummer? Bitte? Per Telefonnummer? Reiseauftragsnummer. Ich verstehe nicht. Sie verstehen nicht. Dann suchen Sie in Ihren Unterlagen, die Reiseunterlagen, rufen Sie mich nochmal an. Ich hab's mit dem Herrn nicht besprochen. Herr Mann, ich wollte jetzt, dass Sie mir das Geld hier überweisen. Das kann ich nicht, ich kann kein Geld überweisen. 200 Mark. Nein, nein, nein. Haben Sie Familie? Nein. Haben Sie keine Familie? Meine Tochter Jenny, sie ist nicht da. Sie ist auch verschwunden. Auch die Tochter ist verschwunden. Aber in Deutschland. Auch sie von Außerirdischen. Das weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Aber sie ist in Deutschland verschwunden. Ja, und Sie sind jetzt beim Honorarkonsul. Spricht er auch Deutsch? Ich weiß nicht, er ist auf jeden Fall gerade rausgegangen. Ich habe gesagt, dass ich das mit Ihnen kläre, dass Sie mir ja die Reise verkauft, die Last Minute verkauft haben, und dass Sie mir jetzt die 250 Mark schicken. Also jetzt sind es 250, zuvor waren es 300. 200. Sie wollen 200 jetzt? 250. 250? Jawohl. Wenden Sie sich bitte an die Reiseleitung Ihres Hotels. Sie haben gesagt, Sie schicken mir das Geld. Ich habe nichts gesagt und natürlich. Ich bin nicht der Mann, ich bin Herr Kim. Beweisen? Bitte? Wieso kein Mann? Ich bin nicht Herr Mann, der ist schon längst tot. Na und? Da kann ja ich nichts dafür. Der wird auch von den Außerirdischen entführt worden sein. Wahrscheinlich, und aber... Und Sie sind schuld. Wenn meiner Gattin was passiert, ich werde jetzt mal schön im Honorarkonsul sagen, dass Sie mir die 250 Mark schicken. Ja. Oder ich lasse mir leihen es von ihm und er stellt es Ihnen in Rechnung. Ja, natürlich, sicher. Am allerbesten ist das ja, das Direkteste. Ja, machen wir es so, gell? Ja. Wiederhören. Gut, tschüssi. Der Jenny weint nicht. Wir haben doch die 250 Mark bekommen. Die hauen wir jetzt auf den Kopf. Und wo die Moni bleibt, ist doch mir erledigt. Oh.